Am Wort ist Waltraud Dietrich, geschäftsführende Clubobfrau des Team Stronach. Kommt ständig eine höhere Bedeutung zu. In einer globalen Welt hat der Konsument keine Chance mehr, allein aufgrund der Verpackung heraus zu erkennen, was ist in diesem Produkt. Welche Folgen hat das für mich, wenn ich das Produkt konsumiere oder eben bei Verbrauchsgütern, wenn ich das Produkt in irgendeiner Form verwende. Wer die Verpackungen anschaut, der sieht unendlich viel E-Nummern und ich glaube, niemand hier herinnen in dem Haus macht sich die Mühe und schaut nach, was hinter diesen E-Nummern versteckt ist. Ich glaube, aus diesem Grund ist es wichtig, dass es eine unabhängige Prüfstelle gibt, eine Kontrollstelle, die Qualität permanent kontrolliert und dem Konsumenten dadurch Sicherheit gibt. Die Gefahrenpotenziale haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert und das ist ein dynamischer Prozess. Stoffe, die einst als unbedenklich angesehen wurden, ich erinnere auch an DDT, ich weiß, dass über 20 Jahre wurden Unmengen davon verwendet für die verschiedensten Zwecke, die haben plötzlich bei näherer Betrachtung ein riesiges Gefahrenpotenzial hergegeben. Wir haben vor einigen Jahren noch Plastik als unbedenklich eingeschätzt. Wir wissen heute, dass die Weichmacher sehr wohl für unsere Gesundheit bedenklich sind. Und wer den HCB-Skandal in Kärnten mitverfolgt, weiß, wie drastisch so ein Umweltskandal für die ganze Region sein kann. Wie viele Existenzen da dranhängen, wie viele Bauern, wie viele Produzenten, eine hervorragende Molkerei, die in ihrer Existenz bedroht ist. Also das sind riesige Skandale. Und ich bin froh und dankbar, dass hier genau untersucht wird, dass genau hingeschaut wird, weil das Wohl des Konsumenten steht an oberster Stelle. Die Weltgesundheitsorganisation, die sich ja auch damit sehr, sehr intensiv befasst, die hat nun ein neues Gefahrenpotenzial, nämlich endokrine Disruptoren entdeckt. Das sind hormonähnliche Stoffe und das ist die globale Bedrohung im Jahr 2012. Wir sehen aus Statistiken, dass die Spermaqualität abnimmt, dass die jungen Mädchen immer früher in die Pubertät kommen. Wir wissen, dass verschiedene Krebsarten zunehmen. Und erst bei langen Hinterfragen und bei langen Untersuchungen kommt man drauf, was denn die Ursachen dieser Entwicklungen sind. Meine geschätzten Damen und Herren, bei Tierversuchen geht es leicht, da kann man leicht Dinge nachweisen. Da wissen wir heute, dass von diesen hormonähnlichen Stoffen Verhaltensänderungen, Unfruchtbarkeit, Krebsarten und so weiter nachzuweisen sind. Bei Menschen ist das natürlich schwieriger. Deswegen brauchen wir in diesem Bereich Vorsicht, Kontrolle und auf jeden Fall eine breite Information für die Konsumenten. Weil, und das, glaube ich, ist das Gefährliche dran, diese Stoffe sind in unseren alltäglichen Gebrauchsgütern. Sie sind im Lippenstift, sie sind im Haarshampoo, sie sind in den Cremes drinnen, sie sind in den Produkten, die wir alltäglich verwenden. Und eine Studie besagt, dass jedes dritte Produkt eine hormonähnliche Substanz hat und jedes fünfte Produkt sogar zwei hormonähnliche Substanzen beinhaltet. Und ich glaube, hier brauchen wir Aufklärung, hier müssen wir offensiv nach vorn gehen zum Schutze unserer Konsumenten. Die Gefahrenpotenziale hätten sich in den letzten Jahren verändert, warnt Waltraud Dietrich, geschäftsführende Clubobfrau des Team Stronach. Daher brauche es Kontrolle und breite Information für die Bevölkerung.